Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir machen heute weiter. Wir wollen ja natürlich noch das Vertrauen der kleinen Alice gewinnen. Mal gucken, ob wir das heute auf die Reihe bekommen. Wir bleiben mal freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Das wäre schön. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Das war nicht gut. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Shit. Oder auch nicht. Sie hätten uns gerade irgendwas gegeben. Ein Schlüssel. Ach, das ist der Schlüssel zu der Truhe. Wir haben die ja nicht aufbekommen. Aber wir wollen erstmal gucken, was in dieser Truhe drin ist. Von Alice. Oh, alte Bilder. Das könnte die Mutter sein. Ein glückvielblättiges Kleeblatt. Nochmal, das könnte die Mutter, wie gesagt, sein. Schade, ich dachte, ich könnte mir das mal angucken. Ein Bild. Mutter, Vater. Der Streit mit der Mutter, scheinbar. Oder mit dem Androiden, Der rote Ring ist natürlich nicht immer gut da oben. Wir legen nochmal zurück. Deswegen hat die so Probleme. Ich glaube, es gab Ärger mit dem Androiden. Der Mutter, das ist die Mutter, deswegen ist die Mutter auch weg. Oder könnte weg sein. Wie gesagt, ich weiß es gerade nicht. Ja, wir gehen mal runter. Scheiße. Ja, wir müssen gucken, dass wir da noch das Vertrauen auf jeden Fall von der Kleinen gewinnen. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ja. Scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Wahrscheinlich nicht genug. Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz toll. Ein neues Zuhause. Wir versuchen ja zumindest die Aufgaben zu lösen. Wir sind immer noch am 5. November 2038. Uhrzeit kurz vor 10. Jetzt sind wir wieder mit Markus unterwegs. Der immer noch den Koffer mit dem Malerbedarf hat. Dankeschön. Das ist schon mal eine ganz andere Welt. Krasse Sache. Das ist schon mal eine ganz andere Welt als das, was wir eben so hatten. Wir sollen das Paket ablegen. Gut,
kurz Paket geholt, Paket abgelegt. Oder haben wir als nächstes zu tun? Wir sollen uns um Karl kümmern. Welche Karl im Obergeschoss? Dann gehen wir mal zu hoch. Zu Karl. Und lernen den nächsten Charakter in diesem Let's Play kennen. Okay, das ist irgendwie so ein handgemähte Ziege oder was auch immer das ist. Aber krasse Bude, Alter. Ja gut, es wäre nichts für mich. Kommen wir da weiter? Ziehe die Vorhänge auf. Okay, Karl pennt hier. Einmal aufwachen, Kollege. Das ist also scheinbar Karl. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Denke ich mir auch jeden Morgen manchmal. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unter... Wir sollen das Medikament holen. Ich muss mal gerade gucken, wo das ist. Da. Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ah, das kann ich ja meine Freundin auch. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. So. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Na komm. Aber auch. So, da müssen wir jetzt nicht unbedingt dabei sein. Werden wir wahrscheinlich auch nicht. Ein bisschen Privatsphäre muss ja auch sein. Und da weiter geht die Reise. Ab wieder ins Bett, oder was? Nee. Ich habe mal den Rollstuhl. Ja, natürlich. Scheinbar kann der Kollege nicht mehr gehen. Bring Karl zum Esstisch. Auch da muss ich gerade gucken. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Okay, der steht jetzt quasi ein bisschen selber. Ich habe viermal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Auch nicht schlecht. Irgendwas von Leo? Wer ist Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Okay, dann dürfen wir jetzt auch runtergehen. Dann schieben wir mit dem Kollegen mal weiter. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Na dann, guten Hunger. Ich muss gleich auch noch was essen. Serviere Frühstück. Moment. Da. Moment. Einmal das. Oh.
Gib ihm. Gib ihm. So, dann kriegt der alte Mann jetzt mal sein Futter. Na dann, wohl bekommst. Danke, Markus. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Gut. Jetzt haben wir Frühstück serviert. Kümmern dich um Karl. Das haben wir abgeschlossen. Such dir eine Beschäftigung. Was machen wir denn überhaupt? Wir können lesen. Nehmen wir mal lesen mal ein bisschen. Ein wahrscheinlich Wissenschaftsmagazin. So. Ich lese natürlich jetzt nicht alle Artikel einzeln vor. Aber wir lesen ein bisschen. Okay, hat nur zwei Seiten. Daher nichts Tragisches. Fernseher aus. Was? Menschen sind so deprimierend. Nichts als Gier, Dummheit und Gewalt. Hm. 5000 Jahre Zivilisation, um an diesem Punkt anzukommen. Okay, aber krasser Fernseher, ja? So, kann man ihm jetzt wieder das Frühstück wegnehmen, oder wie sieht das aus? Scheinbar nicht. Haben wir noch was zu tun gerade? Nee, ne? Moment. Was haben wir hier? Bücherregal, okay. Hier ist ein Buch. Kann man hier ein bisschen spielen? Nein, kann man nicht. Also der hat sich eine Giraffe hier einfach mal reingestellt. Wir drehen das Ding. Das war noch eine zweite Beschäftigung. Eine dritte Beschäftigung, falls das überhaupt eine Beschäftigung war. Also gelesen haben wir. Wir haben das komische Ding gedreht. Ach, da kommen wir nicht weiter. Lesen. Wir können nochmal lesen. Den Shakespeare. Das ist das Bekannteste für mich, meiner Meinung nach. Obwohl ich tatsächlich nicht mehr so viel lese. Was liest du? Oh, Macbeth. Das haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Menschliche Emotionen sind interessant. Doch ich kann nicht behaupten, dass ich sie richtig verstehe. Die Menschen verstehen sie auch nicht. Sie bestimmen unser Leben und lassen uns himmelhoch jauchzend oder aber zu Tode betrübt sein. Ein Leben ohne Emotionen ist nicht lebenswert. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Bringe Karl ins Studio. Warte, Karls Anweisung. Aber cooler. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Entferne das Laken.
Soll das Fury auch noch putzen? Ne, war nicht alles, ne? Bei weitem nicht. Klinger. Aufräumen. Okay. Also ich halt wohl. Ziemlich der kurz verfallen zu sein. So, was war wir sind aufräumen hier. Ja, vielleicht sind wir ja auch irgendwo mal so. Das ist nichts weiteres. Okay, da können wir nichts machen. Oh, warte mal, da war irgendwas. Gut, ein bisschen aufgeräumt haben wir jetzt wenigstens. Und wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Was hältst du davon, Marcus? Gefällt mir. Es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ja. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Komm. Oh Gott, das ist ein komplett falscher Weg gerade. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Gut. Versuch es mal. Versuch was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Das machen wir dann aber im nächsten Part bei Let's Play Detroit Become Human.